Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village Shadows of Rose. Ja, wir haben im letzten Part tatsächlich endlich den Verstärker gefunden für Rose Kräfte und können jetzt diese Kerne zerstören. Und des Weiteren haben wir auch direkt die bronzene Maske mitnehmen können und auch schon eingesetzt. Und jetzt gehen wir weiter. Wahrscheinlich auf der Suche nach der silbernen Maske, würde ich mal von ausgehen, weil eine Bronze ist selber Gold. Ja, bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und habe ein bisschen Angst, weil so viel Munition haben wir auch nicht mehr. Und gut, Heilung haben wir jetzt eine geschenkt bekommen. Und eine hatten wir noch. Ich bin auch noch sehr gespannt, wer auch der Typ ist oder die Person ist, die hinter all dem, also hinter dem, diesen Zeichen, den Wörtern steckt, die wir immer wieder sehen. Na komm. Es geht nicht weg? Okay, bin schockiert. Hier war der Duke drin. Den Raum kenne ich. Hier war der Duke drin beim Hauptspiel. Eine einäugige Kiste. Ja, wir hatten ja auch schon gelesen bei dem Bild. Ganz unten im Keller ist eine einäugige Tür oder so. Keine Ahnung. Ich kann mich an nichts erinnern. Oh. Ups. Ich kann mich an nichts erinnern. Nicht, wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in den Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe einen treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er wird dieses Häschen für mich hetzen. Okay, das ist also vom Duke. Und der scheint durchgedreht zu sein auf einmal. Nachdem Ethan weg war, apparently. Keine Ahnung. Schießpulver, sehr gut. Wir bräuchten Chemikalien. Ne? Wir haben sehr viel Zeug jetzt gefunden, aber wir haben immer keine Chemikalie. Ja, keine Ahnung, was mit dem abgegangen ist auf jeden Fall. Was da passiert ist, dass der so ausgerastet ist. Weil der war ja eigentlich immer ganz nett und der war ganz cool drauf und so, aber apparently hat er ein kleines Problemchen. Wo sind wir eigentlich hingelaufen? Ich wollte nach unten. Vielleicht speichere ich nur kurz, wenn ich schon mal wieder hier bin. Ja, keine Ahnung. Ich meine, gut, es ist auch nicht... Also wir sind ja nicht wirklich hier, sondern wir sind ja irgendwie im Kopf sind wir gerade hier. Also keine Ahnung, warum der Duke irgendwie jetzt hier drin ist. Keine Ahnung, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Bin sehr gespannt, weil eigentlich könnten... Also wiedersehen sollten wir ja eigentlich niemanden. Weil die sind ja eigentlich alles tot, aber es ist halt auch wieder auch nicht alles echt so. Also I don't know. Es ist alles kompliziert. Aber hier ist auch keiner. Ich mag das Geräusch nicht. Nee, hier ist auch nichts. Okay, wo müssen wir denn hin? Ich dachte, wir würden hier weiterkommen, aber anscheinend nicht. Na gut, dann nicht. Anscheinend nur extra. Nur Kerner wäre schon gesehen, also müsste es wahrscheinlich noch irgendwo hier weitergehen. Da zum Beispiel. Es ist so cool. Hier sicher. Oh ja, danke. Ein Safe Room. Chemikalie. Geht schon. Aber was ist mit dir? Verblassen deshalb deine Worte? Dann schone deine Kräfte. Chemikalie und Munition, du bist ein absoluter Traum. Ich liebe dich. Wer auch immer du bist, ich habe immer noch die Vermutung, dass es Ethan sein könnte.
Aber danke. Danke einfach nur. So, ich mach mal wieder Munition, weil genug Heilung haben wir. 2 Stück sollte erstmal reichen. Ich will nur ganz kurz gucken, ne? Hier Steuerung einmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es einfach rumspinnt, aber hier steht halt Control. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Deswegen mache ich es nochmal ganz kurz selber. Na komm. Kräfte benutzen, heilendes Objekt benutzen, so. Okay, ich habe es nochmal festgelegt, es hat anscheinend nichts geändert. Apparently hat es irgendwas gebracht. Hier haben wir Safe Room, das ist schon mal gut. Gut zu wissen. Wir haben Munition bekommen, wir haben Heilung bekommen, wir sind jetzt wieder ganz gut auf dem Level. Ich glaube, ich gehe dann kurz zurück und heile nochmal, spreche nochmal ganz kurz, wenn wir gerade eh schon... Da ist es nicht richtig. Wenn wir gerade eh schon unterwegs sind. Ich habe es im letzten Part schon gesagt und es ist immer noch so. Ah, da oben können wir auch was freischalten. Ich will am liebsten jede 2 Sekunden speichern. Ich bin so ein Mensch, der einfach sehr gerne speichert. So, stirb. Hallo? Jetzt. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Typ, der sich Michael nennt, aber ich weiß nicht, was das so heißt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Ethan ist. Weil wir haben hier gelernt, der Megamycet speichert als Wissen und Erinnerungen und alles Mögliche der Personen, die in seiner Umgebung gestorben sind. Und Ethan hat zwar den Megamyceten irgendwie zerstört, aber irgendwie auch nicht. Und er hat sich ja am Ende geopfert. Also vielleicht könnte er es sein, weil ich meine, wer sollte Rose helfen hier? Außer Ethan. Handgezeichnete Karte. Den einäugigen Schlüssel finden. Okay. Zeig uns mal ganz kurz bitte. So. Dressing Room Key. Second Floor Hall. Du müsstest hier rechts sein, oder nicht? Oder bin ich. Warte mal, hab ich es richtig gelesen gerade? Ja doch, hier nach rechts müssten wir jetzt. Wir sind jetzt ja im Second Floor. Da müssen wir jetzt nach unten und dann nach links. Wenn ich es richtig verstehe. Oh nein. Oh Gott. Auch manchmal echt unfähig zum Schießen. Das ist wirklich ganz schrecklich. Meine Güte. Es hat geruckelt. Ich weine gleich. Aus. Wir müssen uns heilen, auf jeden Fall. Es geht immer noch nicht. Keine Ahnung, was das Problem ist mit dem Shortcut, ehrlich gesagt. Aber gut. So, hier müsste irgendwo der Key sein. Ja, links. Da ist aber leider zu. Kommen wir auch nicht ran, ne? Nee. Ist auch kein Kern, oder? Doch, da oben ist ein Kern. Da ist der Kern. Sieh an, du steckst voller Überraschungen. Oh nein. Oh fuck. Oh, ja, tschüss. Fuck that. Nö, danke. Nee, sehe ich irgendwie jetzt nicht so ganz hier lang. Ja, mhm. Und jetzt? Ich bin von dieser Kreatur hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch irgendwo hier sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Achso, geh nicht zu schwach. Werde ich nicht, alles gut. Hinter Kamin. Okay. Danke. Chemikalie. Ich benutze mir noch gerade noch nicht, weil ich nicht weiß wofür. Nimm das. Oh, Delta 2. Gibt anscheinend noch mehr davon.
Jetzt stärker. Okay, dann Schießpulver nehmen wir natürlich immer gerne mit. Pistolenmunition, ja, immer natürlich, klar. So. Und dann. Noch mehr Munition, ich will nicht mehr. Nein, geh weg. Gegner fokussieren. Kein Leben. Ja! Das war ich! That's what I was talking about. Ich habe doch gesagt, ich hätte gerne, dass es die Gegner auch beeinflusst. Jetzt tut's das. Okay, aber. Wie lang? Nee. Da geht's lang. Nicht gesehen. Nee, jetzt nicht. Okay, nevermind, dann gehen wir wieder. Das auch. Zweig weißer Salbei. Okay. Also es lädt sich doch wieder auf. Okay. Ich sehe. Was haben wir hier noch? Also das war das mit der Text. Sei vorsichtig. I'm trying to. Hello. Gut, dass das Licht ausgegangen ist. Ich möchte nämlich auch nichts mehr sehen. Das ist sehr gut. Danke. Okay, einer ist weg. Tschüss. Ach, das. Was machst du denn da? Wer bist du denn? Hallo, guten Tag. Tschüss. Kann ich Munition herstellen? Ja, wunderbar. Guck mal, dann mach ich das direkt mal. Na komm schon. Ich werde speichern. Jetzt sofort. Da. Kurz den Raum vergessen, wie der aufgebaut ist. Kein Problem, ich habe wieder richtig wenig Munition. We love to see it. Aber das sind wir inzwischen gewöhnt. War ja im Hauptspiel nicht anders, dass ich ständig Probleme mit Munition hatte. Wer weiß denn bei... Müssen wir finden, ne? Den weißen Salbei, ja. Okay, ich dachte, wir können wirklich herstellen. But no, of course not. Hallo? Kali, ja! Give it to me! Ich hab kein Schießpulver, verdammte Scheiße! Die Räuber stehen im Reih und Glied. Einer auf jeder. Einer auf. Was? Ein jeder auf seine Beute schielt. Das Festungsraum, okay. Ah ja, okay, ich verstehe.
das Pferd, das ist okay. Der Wolf schielt hierhin. Der wird ja wahrscheinlich ein Schaf futtern. Ein Schaf. Die Spinne vielleicht? Schmetterling würde ja keine Spinne fressen. Aber ein Schmetterling. Ach, hier sind die Beuten, da sind die. Ich verstehe, was gemeint ist. Okay. Das heißt, wir haben hier den Schmetterling, der wird gefressen. Vom Frosch gehe ich mal von aus. Und dann haben wir hier noch. Aber fehlt mir ein Gemälde. Die Spinne. Und dann fehlt noch eins. Ein Gemälde fehlt. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine Fliege oder sowas sein. Aber ich habe keine Fliege. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Und suchen nach einer Fliege. Eventuell. Hier waren wir schon. Ah, das ist die andere Seite. Ah, okay, I see. Gehen wir wieder raus. Gehen erstmal nach da lang. Das ist die nächste Maske? Nee, oder? Nee, bist du ein bisschen. Hui, geil. Das war eine gute Entscheidung. Sehr gut. Weiter geht's. Ein weiteres Gefäß. Langsam wächst er mir ans Hals. Warum schon freigeschaltet? Okay. Oh! Ans Herz, nicht ans Hals. Ich weiß nicht. Ans Herz. So. Ich war gerade abgelenkt irgendwie. Gut. Pistolenmunition finde ich gut. Wir haben wieder ein paar mehr Schüsse. Das finde ich nice. Wir gehen jetzt mal wieder kurz speichern. Ich weiß es nicht wahrscheinlich, aber damit müsst ihr leider leben. Weil ich habe Angst, alles nochmal machen zu müssen. Falsche Richtung. Da müssen wir hin. So, gespeichert ist. Dann gehen wir nach oben und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie noch weiterfinden. Ein Gemälde fehlt immer noch. Das wäre natürlich schön zu finden, aber keine Ahnung, wo das sein soll. Da geht's nicht lang. Hier aber vielleicht. Ah ne, warte, hier war der Raum. Hier waren wir schon. Da waren wir doch wahrscheinlich dann auch schon, oder nicht? Oder? Hallo? Ja, ich erinnere mich. Das heißt, wir kamen hierher. Okay, dann also müssen wir hier gar nichts mehr machen in dem Raum. Ist einfach nur eine Abkürzung hier, aber warum sollten wir hier nochmal hinwollen? Ist die Frage. Keine Ahnung. Naja gut, wir gehen weiter. Hier waren wir auch schon. Das wird uns auch nicht viel ändern. Hier war das Safe Room. Es schreibt wieder was. Stay safe. Versuch ich ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Run? Ja, kann sie kaum alle erledigen. Ach so. Das muss ich hier rausrennen, aber nein. Okay, er wollte nur sagen, dass ich nicht alle töten muss. Das habe ich tatsächlich schon mir gedacht. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen
Complicated, alle zu töten. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Was sagt denn die Karte? Speisezimmer. Und... Achso. Speisezimmer und Haupthalle. Dreieckige Vitrine, Stadtteil Jünger. Ja gut, die bringen mir beide gerade nicht so viel. Hier ist verschlossen, apparently. Ja. Okay. Na gut. Wir gehen weiter. Ja, draußen wird wahrscheinlich nicht so viel sein, ne? Obwohl, doch. Hier ist noch dieses Ding, das ist auch sehr angenehm. Mit Pistolenmunition. Geil. Pistolenmunition nehme ich sehr gerne. Immer. Da geht's auch noch lang. Okay, das ist auch schön. Ist auch noch was? Wie diese Käfige. Schießpulver. Oh ja, der nehme ich auch gerne mit. Das finde ich gut. Wir können wir auch wieder was herstellen, falls wir es brauchen. Aber ich lasse es nochmal, weil gerade geht's noch. Mit allem. Gerade so. Also hier ist wieder dieser Raum. Die drei Augen. Ja, das bringt uns nicht viel. Gehen wir mal wieder raus. Wo kamen wir jetzt her? Da kamen wir her, ne? Oder? Ah ja, genau. Okay. Hier kamen wir her. Da haben wir drinnen. Das heißt, rechts und vorne müsste noch schon irgendwas sein, wahrscheinlich. Da ist zu. Und da geht's auch wieder nach oben. Okay, das bringt uns gar nichts. Hier ist das Foto. Da geht's nicht lang. Hier ist das einäugige Tor. Bringt auch gerade gar nichts. Ja, und hier geht's wieder weiter zu. Hier war wieder der gleiche Raum, ne? Ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und suchen wir uns einen anderen Weg. Was heißt, da oben muss irgendwas sein. Sonst können wir ja nicht hingehen. Aber wo fiel mir das Gemälde, das letzte? Ist die Frage. Oder ist hier noch irgendwie was? Ist irgendwie noch ein Gemälde oder sowas drin? Hallo? Guten Tag. Ne, hier waren wir ja gerade eben. Ist auch nix. Bräuchten irgendein Gemälde. Aber wo finden wir das? Naja gut, egal. Ich würde erstmal sagen, wir sprechen noch ganz kurz und dann mache ich noch einen Cut für diesen Part. Gut. Von Resident Evil 8 Village Shadows of Rose. Und wir werden im nächsten Part dann das nächste Gemälde suchen, den Schlüssel suchen, whatever wir auf jeden Fall finden werden. Und ja, bis dahin. Würde ich sagen, ciao.